Wir sind hier in der Bielen oben, im Kanton Nidwalden, oberhalb von Wolfenschiessen, auf 1111 Meter. Und wir betreiben hier oben Landwirtschaft betreiben, das ganze Jahr. Wir sind nur mit dem Bändli erreichbar. Und wir haben einen Haufen Lama, Alpaka und Schaf. Am Morgen ist immer das Erste, geht das Eppistal, geht Schaf und geht Alpaka futtern, wo wir unten haben im Winter. Das Problem war mit dem Zugseil. Der Kontrolleur ist im November gekommen, hat das Zugseil geröntgt und hat doppelte Drahtbrüche festgestellt, seit dem letzten Mal. Also hat er gesagt, ich komme in einem halben Jahr wieder raus und dann das Zugseil wechseln. Pegwertig, dann haben wir gewusst, jetzt müssen wir Offerten einholen. Oder? Wenn wir unser Bändchen nicht mehr haben, dann heisst das zu Fuss. Auf und ab. Und da wir ja das ganze Jahr da sind, sind wir sehr angewiesen auf die Bahn, weil wir haben überhaupt keine Zufahrtsstrasse. Als es plötzlich geheissen hat, dass wir das Zugseil jetzt müssen wechseln müssen, da haben wir ja nicht gewählt, dass wir das rauszögern können, haben wir schon schauen, wie wir jetzt das finanziell machen und das Geld irgendwie auftreiben und sind darum auf Berghilfe zu. Wir sind immer extra den Sonnenschirm aufstellen. Die Sonne scheint immer bei uns. Also wir haben hier oben einen Bergbetrieb, Bergzone 3. Hauptsächlich ökologische Bewirtschaftung. Also es ist ein Biobetrieb sowieso. 70% sind Ekoflächen. Dementsprechend haben wir Lama und Alpaka. Es sind steile Hänge zu bewirtschaften. Fleischschafe für Fleischproduktion. Also wir bieten Agrotourismus an, wir haben das Geld zu vermieten, tagweise, wochenweise, für Vereine etc. Guten Morgen. Wir haben vier verschiedene Leute, die kommen. Pensionierte, die für uns hier das Bändchen bedienen, damit man hier oben zahlen kann und ein bisschen für Ordnung schauen kann. Und wir machen das nicht, wenn wir sonst einen Haufen zu tun haben. Und wenn aber die vier nicht könnten, dann wir schauen, dass wir pendeln können. Ich arbeite hier oben aus Seilbähnchenwart ab und zu. Manchmal gibt es Wochen, da habe ich 3 Tage. Es gibt Wochen, wo ich 5 Tage habe. Schauen, dass die Kaffeemaschine Wasser hat, für den Kiosk ein bisschen schauen. Dann gehen wir zusammen, Zigaretten, was auch so Arbeiten gibt, oder? Hauptsächlich haben wir Gleitschirmflieger, also Schulen. Die brauchen ja gewisse Starts und Landungen, damit sie nachher eine Prüfung machen. Wenn es schön Wetter ist, dann, hat es meistens um 8 Uhr bis am Nachmittag um 3 Uhr einen Dauerbetrieb. Es gibt sogar, dass man da unten anstehen muss. Wenn die oben sind, dann hast du ja so. Ja. Wir sind von der Flugschule Airzone von Önsingen, wo wir hier hinkommen. Weil es ist zentral gelegen für uns. Wir haben hier unten Parkmöglichkeiten, schöne. Das Bändchen ist relativ schnell. Es ist nicht so gross, aber das ist gut, das verteilt die Leute besser. Sie haben hier oben die Toilette, schauen für den Startplatz, dass das Gras nicht so hoch ist, dass es sauber ist, Ordnung herrscht und so. Super schöne Sache hier. Wir bieten hier oben auch Timeout-Plätze an für Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen. Und der Grund, warum wir das anbieten, ist, weil ich ein bisschen von diesem Gebiet komme, kann als Kindergärtner arbeiten und auch mit Kindern und Jugendlichen Projekte gemacht im Wald oder sonst irgendwo. Und
haben wir das Gefühl, dass wir hier oben sind. Das ist ideal, hier oben, das können anzubieten und ja, können zu leben. Also. Komm runter! Guten Morgen. Hand weg. Der richtige Geiss. Es ist sehr beeindruckend, wie die Familie Niederberger den abgelegenen Hof bewirtschaftet. Der Hof ist nur zu Fuß oder per Seilbahn erreichbar. Was darum gegangen ist, die Seilbahn zu revidieren, hat die Schweizer Berghilfe einen Teilbetrag übernommen. Helfen auch Sie jetzt mit und spenden Sie für die Familie Niederberger.